riesengroßer, mega Wasserfall. Sieht ein bisschen lost aus, das Ding. Man könnte auch meinen, das ist ein Lost Place. So, mal das Intro aus einer ganz anderen Perspektive. Wir sind nämlich auf dem Weg nach Italien. Viele, die auf Instagram uns ja verfolgen und auch auf Twitch dabei waren, die wissen ja, wir sind jetzt schon in Lindau am Bodensee, gerade beim Tanken. Angebliche Ankunftszeit, ich weiß nicht, ob die GoPro das aufnehmen kann, 11 Uhr. Und ja, mein Daddy ist da gerade rein, der fährt nämlich mit uns mit. Und wenn der wieder kommt, geht's wieder weiter. So, nach dem Tanken sind wir jetzt in der Schweiz und naja, aktuell stehen wir im Stau. Jetzt sieht übrigens auch mal mein Dad. Hallo! Der uns den ganzen Urlaub quasi ermöglicht hat. Mein Hotelzimmer müssen wir selber zahlen, aber zumindest spendiert das Auto und einen Sprit. Aber in der Schweiz stehen wir jetzt schon seit 5 Minuten im Stau und haben wahrscheinlich noch 18 Minuten vor uns. So, nachdem wir jetzt eine Stunde im Stau gestanden sind, haben wir jetzt hier schnell einen Kaffee getrunken. Dann begeben wir uns ins Auto und machen uns weiter auf die Reise. So, wer es gesehen hat in der Insta-Story, so mal ein kleines Status-Update. Hier geht ein bisschen Wind, weiß gar nicht, ob es mich jetzt hört. Wir sind jetzt, hinter mir ist der San Bernardino. Mein Englisch ist auch da. Neben dir. Ich kann nur leider die Story jetzt nicht hochladen, weil wir sind aktuell in der Schweiz und hier kosten 500 Megabyte. 14,99 €. 15 Euro. Auch Stefan, die nehmen es von den Liebenden. Da hinten wäre ein richtig schöner Wasserfall, da war beim letzten Mal, wo ich hier war. Ich kann leider nicht ranzoomen, weil ich mit der GoPro filme. Da war damals noch ein bisschen mehr Wasser ist darunter, aber anscheinend hat es schon länger nicht mehr geregnet. Und man merkt schon, dass wir ziemlich hoch sind, weil ihr seht es auch, da ist die Augenwachsgrenze oder wie man das nennt. Wir sind schon ziemlich hoch und hier oben ist es richtig windig. Da hinten ist auch noch Schnee auf den Bergen. Mega. Wir machen noch eine kleine Pipi-Pause und dann geht es auch schon wieder weiter. Genau. Kleinen Zwischenstopp am Lago Maggiore. Hier ist er. Wir sind jetzt durch die komplette Schweiz gefahren, fast gefühlt. Sind jetzt wie viele Stunden am Fahren mit kompletten Stau? 10 Stunden haben wir jetzt hinter uns. Und jetzt sind wir endlich auf italienischem Boden. Jetzt trinken wir erstmal ein Cappuccino oder ein Espresso. Eine Kleinigkeit essen, weil wir haben außer diese eine Brezel. Nix. Wie hieß die? Gipfel. Gipfel. Haben wir noch nichts gegessen. Und jetzt gehen wir da vier. Mein Vater läuft hier wieder vor. Naja, was haben wir noch? Wir haben irgendwie noch 2 Stunden vor uns. So, kleiner Ausflug nach Domodossola kann schon mal so 10 Stunden dauern, alter Falter. Aber wir sollen belohnt werden, hat es geheißen. Es ist ein Wellness-Ding, es ist ein Spa dabei. Und mein Vater möchte uns komplett Domodossola zeigen. Naja, wird es noch einiges geben heute und morgen. Oh, schau, wenn er nicht funktioniert, dann musst du hier ans Ende der Welt gehen. Ja, muss ich das Parkticket wieder zurückbringen. Na gut. Ich nehme die Frau gar nicht mit. Ja, ein Kaffee ist schon ein bisschen weniger, oder? Ja, hol nochmal 2. Wie 2. Aber ihr könnt auch so ein Ding nehmen.
was kostet der? Ist für mich der Espresso billiger, aber dann brauche ich noch einen Zucker. Der kostet 2,50. Ohne Lappa kostet er, nee. Nur Espresso kostet 2 Euro. Jo, wir sind angekommen. Unser Zimmer ist hier 109. Bin jetzt gerade auf dem Weg. Hier ist unser Zimmer, 109. Außeneingang und Inneneingang, bis wir das jetzt erst einmal gefunden haben. Die Dame an der Rezeption hat uns den Schlüssel gegeben, 109. Und da geht man ja in erster Linie immer davon aus, es ist im ersten Stock. Nee, dem war nicht so. Das ist im Erdgeschoss unten. Und jetzt geht es hier irgendwo in die Parkgarage rein. Ich habe noch keinen Plan. Ja, hier geht es zumindest schon mal abwärts. Sieht ein bisschen lost aus, das Ding. Man könnte auch meinen, das ist ein Lost Place. Aber hier ist ein Schild. Da steht Garage. Naja, da fahren wir jetzt mal rein. Naja, hier ist mächtig viel Platz. Da kann ich mir jetzt ein schönes Plätzchen aussuchen. Am besten da, wo die Treppe ist. Dann muss ich nicht so weit gehen. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan, wo hier... Ah, hier sind Striche am Boden. Da hinten steht auf jeden Fall ein Auto. Das steht da schon etwas länger. Hier sind... Okay. Und dann haben sie uns hier so einen QR-Code gegeben, den sollen wir ins Auto legen, damit sie wissen, dass wir hier parken dürfen. Ja gut. Ja. Licht geht von selber aus. Ja, das ist nicht mein Auto. Hier ist es eigentlich relativ ruhig, das Ganze, aber hier steht einmal ein geiles Auto. Das steht schon etwas länger hier. Das Auto steht hier in der Tiefgarage und ich denke mal, das ist schon etwas länger. Oh, Alter, da ist ja mal mega. Das ist aber ein italienisches Auto. Keine Ahnung, warum das hier schon so lang steht. Da sind die Fenster auf und hier ist schon der Vogeldreck im Auto drin. Alter. Schau dir mal das Dach an. Ist ja der Wahnsinn. Oh, da hat schon mal einer gewischt. Wollte reinschauen. Luft hat auch keine mehr. Ja, hat doch was. Das erste Lost Place mäßige, den Lost Place mäßigen Gegenstand haben wir schon gefunden. Ein altes verlassenes Auto. Ach, ich glaube, bei den Italienern ist ja die Zulassung nicht am Kennzeichen, sondern die ist ja, glaube hier irgendwo in der Scheibe drin. Ja, da vorne ist. Man kann gar nicht mehr durchgehen. Doch, hier ist die Zulassung. Naja, nachdem ich da jetzt gar keinen Plan habe, wie, wo, was. So, aber jetzt gehen wir erstmal ins Hotelzimmer, machen uns ein bisschen frisch. Und dann geht's zum Abendessen. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich hier wieder hochkomme. Ich hoffe, dass ich hier rauskomme. Weil hinter mir. Ja, bin schon da. Oh, jo. Auto ist geparkt. Wir gehen aber jetzt aber nicht zu Fuß oder fahren wir mit dem Auto? Keine Ahnung. Ja, zu Fuß, obwohl du zu Fuß. Ja, okay, dann muss ich nochmal schnell ins Auto, weil ich muss den anderen Akku von der GoPro holen, weil der Akku ist schon wieder leer. So, wir haben jetzt hier einen kleinen Abstecher gemacht nach Strasa. Soll eine ganz berühmte. Stresa heißt. Stresa, ich komme nicht damit den Namen merken. Soll eine ganz berühmte Stadt sein. Da hinten in der Innenstadt waren wir jetzt drin, haben wir ein kleines Käffchen getrunken. Jetzt warten wir nur auf meinen Dad, der müsste jetzt gleich kommen.
Und dann fahren wir nochmal ins Hotel, machen uns ein bisschen frisch und dann gibt es Abendessen. Oh, Essen! Essen, da verhungert schon eine. Nee, wir sind seit heute Morgen, also ich bin um 3:30 aufgestanden, mein Englischer ist um 3 aufgestanden, weil mein Dad wollte ja zwischen 4:30 und 5 kommen. Naja, er kam dann auch um 5, dann sind wir losgefahren und wir sind ja dann knappe 10 Stunden gefahren und haben erst eine Brezenstange. Eines und Laugengebäck, ja. Ein Laugengebäck und jetzt ein paar Chips und schon Kaffee en masse, aber jetzt kriegen wir schon langsam Hunger. Da kommt er, der Alte her. Da kommt er schon, der wird ja schon da. Ja, wunderbar. So, und jetzt steigen wir wieder ein. Ich muss das Auto rausfahren, sonst kommen die... Die alten Herrschaften kommen sonst nicht ins Auto. Parken sie ein bisschen blöd, aber ich bin auch nicht ganz am Strich und muss hier reinkommen. Aber ich bin ja noch schlank und sportlich. Bei mir geht das noch. So. So, nächsten Standort, den wir angefahren haben, ist der Wasserfall. Ein riesengroßer, mega Wasserfall. Boah, hier ist so nass, dass... ich wollte eigentlich meine Drohne fliegen lassen, aber irgendwie lässt sie nicht fliegen. Die App stürzt dann dauernd ab und nichts funktioniert an dem Fahren. Deswegen kann ich euch jetzt leider nur die Drohne so von hier zeigen. Ach, die Drohne, den Wasserfall. Aber das ist schon ein gigantischer. Das ist hier eigentlich nur dieser kleine Bach. Der geht hier rein. Ja, und endet dann so. Es ist gigantisch. Also es kommt auf die Kamera nicht so rüber, wie es in Wirklichkeit ist. Man kann auch nicht näher hin, weil da geht es ja dann mehrere hundert Meter runter. Aber es ist schon geil irgendwie. Mein Engelchen hat extra eine Jacke angezogen und Kaffee, weil es regnet richtig. Aber jetzt regnet es auch wirklich tatsächlich von oben und wir machen uns jetzt wieder auf den Weg. Und schauen uns die nächste Sache an. Ja, in dem Hotel, wo wir sind, das hat leider vor kurzem einen Wasserschaden gehabt. Hier läuft irgendwo in der Nähe ein Fluss entlang und der ist übergelaufen. Und das Hotel hat ein bisschen Schaden genommen, weil hier stand komplett das Hochwasser. Und das ist ja mal der Lost Place unterm Hotel. Das ist ja mal mega. Ja, ihr habt ja das Auto, was wir euch ja gestern gezeigt haben. Oder bei dem Auto, wo wir ja gestern waren. Das zeige ich euch vielleicht auch nochmal schnell, weil da sieht man genau, bis wohin das Wasser gestanden ist. Übrigens, mein Englischer ist auch da. Man sieht auch hier an der Wand, dass bis hierhin das komplette Wasser gestanden ist. Ja, also die ganze Tiefgarage ist voll gestanden mit Wasser. Hier steht ja das Auto, was wir ja gestern schon entdeckt haben. Was mir gestern allerdings nicht aufgefallen ist, man sieht genau hier, bis wo das Wasser gestanden ist. Dann war hier das Fenster auf. Deswegen, gehen wir mal davon aus, steht das Auto noch hier. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder hoch. Weil mein Vater wartet auf seine Zigaretten, der ist schon beim Frühstücken. Wir waren schon beim Frühstücken. Na ja, wir verlassen jetzt das Lost Place und begeben uns wieder in unser Hotel. Ja, Wahnsinn. Geil. Mhm. Jo, und ganz fatz, bis wir schalk sind, 3 Tage um. Ihr seht, mein Engelchen ist gerade beim Anziehen. Wir sind nämlich jetzt so weit, dass wir uns wieder fertig machen, packen das Zeug ins Auto und ja, wir geben uns langsam auf den Rückflug. Rückflug. Ja. Rückweg. Hier kommen wir übrigens auch raus. Und von hier aus kommen wir ja in die Tiefgarage, deswegen packen wir von hier aus gleich alles ins Auto, rauchen noch eine und dann sammeln wir meinen Opa auf und fahren langsam Richtung Heimat. Dein Opa? Wie gesagt, mein Opa? Ja. Mein Dad. Den Opa. Den alten Mann halt, also noch älter als ich. Da geht's in die Tiefgarage runter. Mal so einen kleinen Ausblick. Von dem Hotel haben wir nicht. Wir waren ja eigentlich 80% im Auto gesessen und sind von A nach B gefahren. Haben so die Sehenswürdigkeiten angeschaut, die mein Dad so damals als Kind gesehen hat und auch schon ein paar Mal besucht hat. Und wollte das halt uns auch zeigen.
Ja, es war jetzt wirklich nicht 3 Tage Urlaub, sondern das war mehr oder weniger schnell alles anschauen, hinfahren, angucken und wieder wegfahren. So Freunde, wir sind zu Hause. Engelchen liegt schon im Bett. Und endlich, muss ich mal kissen, endlich in einem richtig geilen Wasserbett wieder. Ja, mega. Denn unser Bett in Italien war wirklich nur 1,90 Meter lang. Da haben sogar die Füße vom Englischen unten rausgeschaut. So ein Stück. Sie hat sich das erste Mal neigelegt und hat gesagt, was ist denn los? Meine Füße schauen unten raus. Denke mal, was, wie? Und ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ihr kennt es ja, ich spiele schon wie in allen meinen Videos. Wenn auch euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, einen Daumen nach oben. Kanal abonnieren, wenn ihr weiterhin von uns Videos anschauen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, euer Dirk.